Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ja, heute gibt es mal wieder was ganz Besonderes, und zwar etwas, was euch die Navigation wirklich tierisch erleichtern wird. Ihr seht es schon, Folded Navigation Board. Und im Endeffekt, ich habe es zum Beispiel in mehreren Militärfilmen schon mal gesehen, da gibt es diese Hardcases, wo dann die Navigation quasi entweder vor der Brust getragen wird oder eben am Hüftgurt. So etwas gibt es natürlich mittlerweile auch schon für die Smartphones. Das Ganze ist wirklich, wirklich simpel aufgebaut. Das heißt, ihr habt hier dieses Case, das wird quasi so am Hüftgurt getragen oder am Brustgurt, je nachdem, wo man es tragen möchte. Und dann kann man hierüber das ganze System aufklappen und hier befindet sich dann die Navigation drin. Ich blende euch dazu mal ein kleines Video ein, damit ihr das Ganze besser versteht. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Prinzip. Denn wenn man sehr viel wandern ist, und bei mir ist es so, wir haben öfter mal Wanderstöcke dabei, dann ist es halt wirklich sehr schwierig, jedes Mal das Handy rauszuholen. Oder was heißt, es ist schwierig, aber es ist halt einfach aufwendig, das Handy jedes Mal rauszuholen, wieder freizuschalten, eventuell den PIN sogar noch einzugeben oder eben den Daumenabdruck zu machen. Und dann halt die Navigation wieder einzuschalten, um zu sehen, wo man gerade ist. So ist das Ganze einfach. Man hat es zugeklappt, ohnehin die ganze Zeit, es läuft. Die Sprachnavigation gibt es bei vielen Systemen auch beispielsweise, aber auch das wird ja leicht mal überhört, wenn man sich zum Beispiel unterhält mit seinem Partner, der mit unterwegs ist. Und so reicht es einfach, schnell nach unten klappen, schauen, ah okay, da und da bin ich. Wenn man sich dreht, dreht sich die Navigation natürlich dann auch mit und das macht das Ganze wesentlich einfacher. So, und vom Prinzip her ist es einfach so, ich habe jetzt hier einfach mal ein Handy mit Navigation, das ist jetzt halt die Komoot-Software. Genauso könnt ihr natürlich auch mit Google Maps oder mit irgendwelchen Apple-Alternativen unterwegs sein. Welche Navigation ihr verwendet, ist euch natürlich selbst überlassen. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie einfach das Ganze ist. Hierüber, das sind einfach so zwei Gummis, die kann man so raushängen. Dann zieht man diese über den Gurt und hakt es dann auf der Seite wieder ein. Und schon ist das Ganze sehr stabil angebracht. Ihr habt es ja gerade im Video gesehen, das hält auch tatsächlich sehr, sehr gut. Und dadurch, dass es Gummi ist, ist es auch schön elastisch. Aber auch eben nur so elastisch, dass es eben nicht gleich runterfällt. Ja, und dann geht man hin, legt das Handy hier rein. Das ist jetzt übrigens das Samsung Galaxy S10. Die Aussparung hier drin, Moment, ich schaue es nochmal raus. Die Aussparung hier drin, ihr seht es, die ist an den Ecken ja ziemlich ungünstig zugeschnitten. Es wäre noch schöner gewesen, wenn das einfach gerade gewesen wäre, dann hätte das Handy hier genau reingepasst. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm, denn man kann es auch hier auf diesen Rahmen drauflegen. Das Ganze ist jetzt ein bisschen wurschtelig, weil ich das halb blind mache, weil mir das Mikrofon vor dem Gesicht hängt. So, das Ganze ist sicher verpackt. Was übrigens auch sehr interessant ist, das hält tatsächlich die Winkel sehr, sehr gut. Also ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Aber egal in welcher Position, es bleibt gut halten. Und dann ist man halt unterwegs, trägt das so an sich, beziehungsweise hier ist noch so eine kleine Schnalle, mit der man das Ganze sichern kann, dass es nicht von alleine aufgeht. Ihr habt zusätzlich quasi nochmal einen Handyschutz oder Smartphone-Schutz. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr seid, klappt ihr hier auf, nach unten und seht direkt, okay, da und da bin ich, da und da muss ich hin. Und normalerweise würde sich natürlich die Navigation mitdrehen. Jetzt ist es so, ich habe in der Karte einfach irgendwo hingetippt, um meinen Standort hier nicht zu verraten. Das muss ja nicht unbedingt jeder wissen. Und deswegen weiß er gerade gar nicht, wo ich bin. Aber normalerweise, da müsst ihr meinem Wort vertrauen, wenn ihr euch dreht, dreht sich die Navigation natürlich auch einwandfrei mit, so dass ihr immer direkt seht, okay, in die und die Richtung kann ich gehen. Jetzt hatte ich es gerade schon gesagt, das ist jetzt das Galaxy S10, das ist ja beispielsweise etwas kleiner als die aktuellen modernen Smartphones, wie zum Beispiel mein Google Pixel 7 Pro. Und auch da ist es so, das würde hier drauf passen. Allerdings müsste ich bei dem jetzt hier, weil das eine dicke Rhino-Shield-Hülle ist, müsste ich die Hülle abmachen, denn sonst hakt das hier wie Hulle. Beziehungsweise vielleicht geht es doch, wenn man es ein bisschen da reinquetscht. Die Gummis hier an den Rändern, die sind auch tatsächlich gut elastisch, die halten also ein bisschen was aus. Aber auch selbst das Pixel 7 Pro würde hier ganz gut reinpassen. Und auch hier ist es so, dass
Halterung das ganz gut hält. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange hält dieses Scharnier hier unten, beziehungsweise könnte man das nachziehen? Aber aktuell ist es so, dass es tatsächlich selbst das schwerere Google Pixel 7 Pro einmal frei halten kann. Und somit dürfte es auch mit größeren Systemen keine Probleme geben. Wenn ihr natürlich ein kleineres Handy habt, bietet sich natürlich der Vorteil, dass ihr hier so eine kleine Klettfläche auf die Rückseite des Smartphones macht. Dann könnt ihr es da zusätzlich nochmal sichern gegen Verrutschen. Diese Hülle selber hat auch nochmal hier vorne ein Patchfeld, wo man halt einen kleinen Patch anbringen könnte. Und das Ganze ist aus Plastik. Ich weiß nicht, wie das im Original ist, ob es da auch aus Plastik wäre oder eben aus Metall. Aber ich sag mal so, ich habe ja nicht vor, damit irgendwelche Bergbesteigungen zu machen. Und für meine Zwecke einfache Wanderung, ein bisschen Trekking, sollte das allemal ausreichen. Die Hülle kostet so, wie sie jetzt da ist. Es ist also nichts weiteres im Lieferumfang dabei. Wirklich nur diese Hülle kostet 18 Euro direkt in Deutschland. Ich habe gesehen, man könnte es in China bestellen. Da wäre es dann etwas günstiger. Ich glaube 11 oder 12 Euro, irgendwie sowas. Dafür aber eben zwischen 4 und 8 Wochen Lieferzeit. Und ja, für 5 Euro Ersparnis oder 6 Euro Ersparnis habe ich es mir einfach so geholt, weil ich einfach denke, es ist ziemlich nützlich, es macht durchaus Sinn. Ihr habt die Hände frei beim Navigieren, könnt immer wieder mal einen Blick drauf schauen. Das Coole ist natürlich auch, wenn ihr es jetzt so quasi an eurem Hüftgurt tragt, kommt ihr natürlich auch weiterhin durch diese Aussparungen hier an den Seiten an die USB-Schnittstelle ran. Das heißt, ihr könntet sogar hier ein Kabel rausführen zu einer externen Powerbank etc., damit euch da der Strom nicht einfach so ausgeht. Aber das sind halt alles Feinheiten, die man frei bestimmen kann. Ja, so viel zum Tactical Phone Holder bzw. zum Folded Navigation Board. Tierischer Name. Übrigens erst ab 12 Plus erlaubt. Finde ich auch sehr witzig. Ist im Endeffekt nichts außer Plastik und Gummi, aber ist ab 12 Jahren. Nun gut. So viel zum Folded Navigation Board. Ich finde es sehr interessant. Es wird bei mir auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Ganz einfach, wenn man mal in fremden Gebieten unterwegs ist. Meistens ist es ja so, die Wanderwege sind recht gut ausgeschildert. Leider ist es aber auch sehr oft so, dass die Wanderwege einfach katastrophal ausgeschildert sind oder eben an Abzweigungen irgendwelche Hinweise fehlen und man verläuft sich da ständig. Ich habe auf so einen Schmarrn keinen Bock mehr. Wie gesagt, mit der Komoot-App ist es schon sehr interessant. Es gibt natürlich auch andere Apps, die ebenfalls super geeignet sind zum Navigieren. Ich habe auch eine Zeit lang von Zügig die Navigation-Software verwendet. Die ist aber eher fürs Autofahren gedacht und zeigt weniger so Wanderwege auf. Mit Komoot bin ich eigentlich sehr zufrieden. Aber soll jetzt hier keine Werbung für Komoot sein, sondern einfach für die Navigations-Apps generell. Wie gesagt, ich bin mit dem Board recht zufrieden. Es wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Ich bin auf einen Langzeittest gespannt, beziehungsweise wie das Teil nach einem halben Jahr ausschaut, beziehungsweise wie gut vor allen Dingen dieses Scharnier hier hält. Oder was auch natürlich sehr interessant ist, wie lange halten hier die Gummis, denn wenn die einmal reißen, ja, dann war es das mit der Halterung für das Smartphone. Oder eben auch diese Gürtelschnallen, weil im Endeffekt werden die wirklich nur hier so eingehakt. Ist halt die Frage, ob das wirklich, wirklich lange halten wird. Aber wir werden es sehen. Was haltet ihr von so einem Navigation Board? Beziehungsweise kennt ihr vielleicht andere Hersteller, die das, ja, ich sag mal, etwas hochwertiger produzieren? Es darf dann natürlich auch gerne etwas mehr kosten als wie diese genannten 18 Euro. Für mich war das das erste Mal, dass ich über sowas gestoßen bin. Ich habe es halt, wie gesagt, oft in Filmen gesehen, fand es immer sehr interessant und ich möchte die Vorteile davon einfach für mich nutzen können. In dem Sinne, das war's fürs heutige Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, ciao.